Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, wer hätte es gedacht, nach einer sehr langen Zeit bin ich auch wieder zurück, Freunde. Und ja, was wirklich passiert ist jetzt in den letzten Wochen und was halt wirklich, warum halt keine Videos und warum nichts mehr kam, was eigentlich los war, dazu werde ich mich halt am Ende des Videos äußern, weil ja, es ist Weihnachten, deswegen kommt halt das Schlechte zum Schluss. So, Freunde, wir haben uns mal unser Weihnachtsdeck quasi zusammengestellt. Da halt das ein kleiner Account ist, fehlen leider ein paar Karten. Der Eismagier oder halt Holzfäller. Aber auf jeden Fall, jede Karte, die ihr jetzt hier im Deck seht, ist halt entweder eine Eistruppe, Eiszauber, halt der Spiegel halt, um das zu spiegeln. Oder halt das Riesenskelett und der Holzfäller halt haben quasi diesen Hut. Das heißt, sie wärmen sich quasi so ein bisschen. Und ja, und der Fischer, der zieht ja Karten ran. Die sind ja quasi dann auch ganz kurz eingefroren. Das heißt, mit diesem Frostdeck gehen wir mal in normale Kämpfe. Wir werden auch mal später den Dreifach-Elixier-Kampf machen. Und ich würde einfach sagen, weil halt Weihnachten ist, auf jeden Fall auch nochmal hier der Mega-Deck-Ausfall. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen rasieren mit Eiskarten. So, unser erstes Opfer heißt Jeans. Interessanter Name, trägt bestimmt Jeans. Und er fängt mit dem E-Riesen an. Also, Freunde, wir haben jetzt zwar so ein richtiges Rotzdeck. Also, wenn wir das hier. Also, alle Karten sind quasi Level 9, Freunde. Also, ja. Also, wenn wir es jetzt auf die Fresse kriegen, dann ist ein bisschen. Ja, oh, ja. Dann bin ich halt selbst schuld, Freunde. Auf jeden Fall. Oh nein. Ja. Das macht nicht so Bock, wie es aussieht. Macht nicht so viel Bock, wie es gerade aussieht. Auf jeden Fall. Ja, ich würde mal sagen, das Frostdeck, also pünktlich zur Weihnachtszeit, ist ja gar nicht so scheiße. Also, so, Freunde. Das heißt, die Scheiße. Wir spielen eine Rotzdeck, aber wir sind 1-0 in Führung. Und wir haben auch nochmal unterlevelte Karten. Also. Ja, das ist also auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, was wir hier machen. Also, wenn ich jetzt ein Gegner wäre, Freunde, und ich sehe, mein Gegner spielt Level 9 Karten, ist Level 10, und ja, irgendwie haben die alle was mit Einfrieren oder so zu tun, mit Verlangsamen, oder die haben irgendwie eine Mütze, weil denen kalt ist, dann würde ich mir auch denken, der hat irgendwie Weihnachtsfummel oder so, ja. Ich würde mal sagen. Wir holen mal den Doppelfisch aufs Feld und. Nee, Freunde, das war gar nicht gut, was wir gemacht haben. Also, ja, das ist natürlich nicht optimal. Ja, Freunde. Also, Freunde, das habe ich jetzt nicht optimal gemacht, aber halt gegen E-Riese ist halt immer so eine Sache. Aber ich würde sagen, wir lassen uns natürlich nicht unterkriegen. Wir machen natürlich aktiv weiter. Ich würde sagen, das können wir halt irgendwie noch gewinnen. Halt, ich hab sogar noch Hoffnung. Ja. Auf jeden Fall. Das war jetzt nicht schlecht, was wir hier gemacht haben. Ich würde sagen, wir sind schadenstechnisch sogar noch in Führung, Freunde. Also. Ja, es ist natürlich nicht der. Ach du. Ja, Freunde. Ob wir es jetzt hier. Wir machen es zum Glück. Also, das ist jetzt nur so ein Experiment quasi. Das habe ich schon mal beim YouTuber gesehen. Aber zum Glück machen wir es halt nur auf der. Was auf. Wie gesagt, auf so einer Höhe von nicht mal 5, nicht mal 4. Also, wir sind ja nicht mal in der Nähe von. Ja. Von 5000, also wir sind ja quasi, das ist halt so ein Account, Freunde, der ist mega selten gespielt worden von mir in der Vergangenheit und ja. Ich weiß halt immer noch nicht, was ich hier wirklich eigentlich, auf was ich mich hier eingelassen habe, Freunde. Ja. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Okay. Ja, Freunde. Sorry, da war gerade meine Nachricht, aber ey, wollen wir direkt weiter. Jo, Freunde.
Also Doppeljäger ist halt einfach, ist einfach, ist halt einfach, ist einfach nicht, das ist einfach eine Macht, die man auf dem Feld hat, Freunde. Wir dürfen halt nicht vergessen, wir haben immer noch diesen fetten Schadensvorteil. Das heißt, selbst wenn dieser Typ durchkommen sollte, wir haben halt immer diesen Drecks, diesen komischen Jäger hier vorne. Wir müssen halt immer nur ein bisschen aufpassen, dass er nicht irgendwie Mauerbrecher in den Knick bringt oder so eine Scheiße und dann haben wir ein Problem. Aber ich würde sagen, dieses Frostdeck, das entpuppt sich ja quasi wirklich als so eine Glanzmeister. Ey, Freunde, wenn wir das Match, also das ist jetzt nur Match 1, aber wenn wir wirklich noch das zweite und vielleicht sogar das dritte Match gewinnen, dann, ey, dann ist dieses Deck wirklich, dann könnt ihr es wirklich mal zocken. Wirklich zur Weihnachtszeit halt. Oh, Freunde, das ist natürlich eine Wonne. Eine Wonne. Ey, der Gegner ist, glaube ich, chancenlos gerade. Also, das Chancenlosigkeit hat mal wieder einen neuen Namen, Freunde. Wop. Natürlich. Okay, das hatte. Ich hab's ja gesagt, Freunde. Wir machen mal ruhig in den Knick, aber ey. Das war auf jeden Fall eine gute erste Runde und ich würde sagen, wir springen direkt ins nächste Match. Und ja. Ja. Na, Freunde, nachdem wir halt den ersten Gegner und ja, Freunde, es geht halt schon mal gut los. Ich spiele Riesenskelett auf der falschen Seite. Ja, das ist natürlich mega Belastung. Belastung was vom anderen Stern. Was ich jetzt aber machen werde, Freunde, ist Folgendes. Ich will einfach nur überleben. Ja, Freunde, unser Turm, glaube ich, wird jetzt richtig. Also wir kriegen es jetzt fett auf Maul, Freunde. Halt Riesenskelett auf die falsche Seite. Ey, Alter, das sind Schmerzen in meinem Kopf, Freunde. Ja, Freunde. Ich hab mal kurz. Na, kurz wird gleich ans Label. Na, gleich geht's halt ans Ladekabel, Freunde. Aber auf jeden Fall. Ja. Naja. Wenn er jetzt wieder Megalith auf die andere Seite bringt, dann habe ich ein Problem. Ich hoffe, er kommt nicht drauf. Ja, gut. Okay. Naja. Na, cool, Freunde. Ich sag jetzt einfach nur, Freunde, damit sich jetzt keiner wundert, ey, was macht der Typ hier? Warum ich wieder auf so einem Low-Level-Account, Freunde? Der grunt einfach. Naja. Das wollte ich halt auch am Ende, das werde ich noch mal am Ende nochmal genauer sagen, aber halt. Es gab halt ein paar Probleme. Halt, Accountverlust kann ich mal sagen. Viele Accounts sind jetzt verloren gegangen bei mir und deswegen halt, ja. Ist leider nur noch, naja. Die Accounts werden natürlich wieder irgendwann in Videos vorkommen, aber erstmal halt, ja, erstmal leider nicht, Freunde. Ja. Es ist halt minimal der Erfolg. Also nicht, wie wir durchkommen wollen bei diesem Gegner. Keinen Schimmer. Oh, okay, das war jetzt wirklich eigentlich schlau, was wir hier gemacht haben. Also, wenn das wirklich weiterhin funktioniert, dann will ich aber ein Bundesverdienstkreuz irgendwie so. Irgendwie so eine Scheiße. Also. Wir sind jetzt wirklich in Führung, also das ist kein Witz. Also, was machen wir hier? Was machen wir hier, Freunde? Also, das kann jetzt wirklich nicht sein. Wir haben erstmal wegen diesem Hogwarts richtig auf die Schnauze bekommen. Und jetzt halten wir uns trotzdem im Game. Also, das ist irgendwie nicht normal, Freunde. Ja, der Typ kann zwar noch einen Feuerball werfen, aber ich glaube, wenn der Feuerball halt nicht Level Dings ist, dann wird es halt nichts mehr bringen. Ja, Freunde, das Deck ist glanzlos, Freunde. Glanzlos, Freunde. Glanzlos. Also, wenn ihr dieses Deck spielen wollt, ich verlinke es auf jeden Fall nochmal unten unterm Video, weil dieses Deck. Also, wir machen noch einen Versuch. Wenn ich dann wieder gewinne, dann liegt es nicht an der Höhe, sondern es liegt dann einfach daran, dass das Deck wirklich super ist. So, Freunde, nachdem ihr halt zweimal sehen konntet, das Deck ist stark, machen wir halt den nächsten Versuch. Und wenn wir das wieder gewinnen, Freunde, dann, ja, auf jeden Fall, das Deck ist nicht schlecht. Das kann ich auf jeden Fall jedem versichern.
Das ist natürlich. Und füllen wir mal kurz den Lachs ein. Schön gebutterter Lachs. Und dann, ich würde sagen, ja, also bisher, aber bisher läuft noch ganz gut, Freunde. Noch ganz schicki. Das ist natürlich nicht so geil. Aber ja, egal. Ich spiele ja nur ein Eisdick, also so ein Kobold-Hit sollte uns jetzt nicht umbringen. Aber mal gucken. Ja, gut. Wir haben wieder jetzt einen ganz minimalen Schadensvorteil. Und ja, den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich weiß halt nicht, was wir machen sollen. Ich weiß halt ehrlich nicht, was wir machen sollen. Okay, also das war eigentlich literally gar nicht schlecht, was wir gemacht haben. Wir werden vermutlich gleich wieder einen Kobalt-Hit kassieren, aber ey, also wenn der Gegner nur so Schaden macht bei uns, dann machen wir nichts falsch, Freunde. Auf jeden Fall machen wir nichts falsch. Oh, nein. Also Freunde, das ist halt. Okay, Freunde, das ist halt jetzt leider ein kleiner Fluch, kann man sagen. Haben natürlich jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund keine Chancen mehr. Okay, also. Ist auch echt nicht, was wir gerade hier und was wir uns hier gerade zurecht leisten, weil. Nein. Oh, okay, Freunde. Das Eisdeck verkackt leider gerade ein bisschen, Freunde. Leider, leider, leider. Ich dachte ganz kurz, er lässt den Fischer connecten. Ich dachte das ganz kurz, Freunde, ehrlich. Ohne Scheiß dachte das wirklich, er lässt jetzt den Fischer durch. Ich hätte es geil gefunden. Vermutlich jeder hier, der Zuschauer ist, vermutlich auch. Aber leider nicht. Leider gönnt der Typ nicht. Oh, also, da muss ich ehrlich sagen, das war nicht schlecht von mir. Das war echt ein guter. Ey, das war echt eine gute Aktion, weil erstmal haben wir es getroffen. Ja, aber wir können uns natürlich auf die Schulter klopfen und irgendwie uns abklatschen, aber hey, das bringt uns den Sieg leider auch nicht. Leider bringt uns das den Sieg nicht. Also, die Sache ist halt die. Ja. Also, ist halt so gut wie kein Schaden, was wir hier gemacht haben, aber allein schon, dass wir durchkommen, zeigt doch schon irgendwie, ja, hier, wir steigern uns vorne, das steigern uns wirklich. Ich denke, wir werden einfach nur noch Riesensklette reinspielen. Ich denke, dann mit gut Glück haben wir vielleicht irgendwie eine Chance. Irgendwie müssen wir da eine Chance haben. Jungs, Junge. Oh. Ey, die Hoffnung, die. St ich weiß zwar, dass wir es nicht schaffen werden, aber. Ey, das ist halt, was wir halt eigentlich machen. Wir haben null Chance, das ist es halt wirklich. Würde sagen, wir versuchen. Also, ja, Freunde, das Deck ist leider nur ein Eisdeck und halt dadurch, dass er halt Koboldfass hatte und so, ja. Ja, Freunde, aber auf jeden Fall, das Deck ist nicht schlecht. Es ist natürlich nicht unbesiegbar, halt. Wir haben natürlich keinen richtigen Zauber und Schaden am Gegnerturm zu machen. Eine Rocket oder ein Blitz oder Feuerball. Jeder Zauber wäre hier eine gute Hilfe gewesen. Aber das Deck ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich würde mal sagen, wir werden jetzt auf jeden Fall auch mal in einen anderen Modus halt springen.
Jo, Freunde, wir sind jetzt mal im dreifachen Elixier-Modus. Ich wollte dieses Deck einfach auch nochmal hier testen. Und wenn es hier auch, was weiß ich, funktioniert, dann ist es anscheinend ja nicht schlecht. Dann ist es ja anscheinend spielbar. Oh, nee, 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 nee. Oh, nein, 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 nein. Anscheinend ist hier irgendwas nett. Okay, Freunde, auf jeden Fall. Läuft es hier schon mal nicht schlecht? Also, ich weiß halt nicht, was wir hier wirklich anstellen. Oh. So. Wie viele Ballons waren jetzt gerade an unserem Turm? Ich weiß es nicht, Freunde, aber auf jeden Fall sicher ist, es waren viele. Waren auf jeden Fall viele Freunde. Also er macht das Ding jetzt wütend, aber warum, weiß ich nicht. Ah, okay, Freunde. Ganz wilde Sache. Ah, komm, 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 komm. Ich würde mal sagen, führen das auf jeden Fall nochmal ein. Ist ein ganzer Lachs. Okay. Ja, ich glaube, Freunde, auf jeden Fall, was wir machen, wir müssen halt irgendwas uns gegen die Schweizer einfallen lassen, weil die ficken uns sonst irgendwann weg. Vom Fenster leider. Überlegt die ganze Zeit jetzt, was wir machen könnten gegen die Schweinchen. Okay. Ja, Freunde. Wir müssen uns halt einfach nur ganz kurz noch gegen die Schweinchen einmal verteidigen und dann haben wir es. Dann haben wir diesen Lachs auch. Okay, Freunde. Ey, also, ich hoffe, das hat jetzt die ganze Welt gesehen. Dieses Deck ist zwar nicht stark, aber es. Ey, wir haben jetzt gegen den Typen gespielt, der war mit Leveln. Ich zeige das jetzt nochmal kurz. Ja, Frau, wenn ich zeigen darf. Der war mit Leveln deutlich über uns. Also, ja, das ist halt deutlich. Also, halt. Level 13, Level 12. Also, wenn man die Vergleiche sich anguckt. Also, dieses Deck ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich werde es auf jeden Fall später kopieren und unter das Video packen. Und jetzt, auf jeden Fall, wie versprochen, machen wir auf jeden Fall auch noch einmal diesen, das, die Megadeck-Herausforderung. Ein Match mindestens. Ja, Freunde, und wir bleiben natürlich auch, wie schon vorhin gesagt, halt beim Weihnachtshype. Und ja, wir werden jetzt mal ein Deck spielen, was halt nur aus Frostkarten besteht. Halt, wegen der, weil die tragen die Eismütze. Die sind halt selber halt Truppen, die halt einfrieren. Und halt, weil es dann halt leider nicht genug Truppen gibt, habe ich einfach noch die Truppen dazu zugepackt, die halt. Na, es ist halt Blitzen, Seppen, halt ein bisschen ein. Also Blitz Sepp ist ja nicht kein Frost, aber die Truppen bleiben ja da ganz kurz für eine Weile stehen oder sind kurz in ihrer Bewegung gelähmt. Für eine halbe Sekunde, natürlich nicht so effektiv wie der Frostzauber, aber auf jeden Fall werden wir es mal mit diesem Deck hier versuchen in der Megadeck-Herausforderung. Wenn wir verlieren, dann was mit dem Experiment? Dann heißt es lieber normales Deck, aber vielleicht funktioniert ja das gleiche wie halt im normalen Kampf. So, Freunde, wir sind auch direkt im ersten Match. Und da wir halt ja direkt doppelte Elixierphase haben, machen wir direkt auch, ja, ein bisschen Rambazamba. Wir wollen natürlich nicht jetzt irgendwie einschlafen, irgendwie wie so ein müder Sack wirken. Also hier, Freunde, muss ich ehrlich sagen, da zweifle ich irgendwie schon am Glück. Oder
Okay, wobei. Es ist halt nicht geil. Also wir haben jetzt Barbaren leider am Turm. Aber Freunde, auf jeden Fall. Ja, ist natürlich nicht geil, aber das kann man überleben halt. Also ich weiß halt nicht, ob das so schlau, was er hier gemacht hat. Oh, was mache ich? Ah, Freunde, war nicht so gut von uns, aber Freunde, wichtigste ist, wir leben halt noch irgendwie. Ja, Freunde, wir leben. Also, ich will nur sagen, Freunde, wir sind am Turm, am gegnerischen Turm. Machen gerade ordentlich Schaden. Und ja, ich würde sagen, das ist natürlich geil, Freunde. Natürlich deutlich. Okay, das finde ich jetzt nicht so geil, aber nee, wir machen uns. Ich habe eine ganz geile. Okay, Freunde, wir machen es mal ganz ekelhaft. Wir machen natürlich jetzt den E-Riesen rein, wie gerade auch sonst. Also, wir spielen halt maximal eklig gerade, finde ich, Freunde. Man könnte das gleich natürlich auch vom Gegner sagen, aber ey, ich finde einfach so. Okay, Freunde, wir lassen einfach mal nichts anbrennen, Freunde, würde ich sagen. Direkt rein in die Olga. Direkt bisschen Stress machen, ich sagen. Ist natürlich nicht ganz so geil. Bom, Freunde. Auf jeden Fall, wir haben den Blitz, Freunde. Das dürfen wir halt nie vergessen. Wir haben den Blitzzauber. Und jetzt ist auch die Frage, wie viel Schaden macht das Ding? Weiß es nicht, Freunde. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir gerade ein Problem haben. Das ist nicht geil. Oh ne, oh, Freunde, 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 Freunde. Auf der Titanic, wir haben ein Problem. Meine Fresse. Okay, Freunde, es hilft nicht. Wir müssen jetzt mal. Der Typ lässt uns halt auch einfach nicht. Das ist halt das Problem. Der lässt uns halt nicht. Oh! Freunde, ich hoffe halt, der hat keinen Zauber oder so. Er hat halt keinen Zauber, oder? Er hat keinen Zauber, oder? Die Sache ist halt die. Nein! Nein! Okay, Freunde. Ah, das lief leider nicht ganz so gut, das Frostdeck. Also, ja, ich glaube, es lag auch ein bisschen an dir, Freunde. Also, ich habe es ein bisschen verkackt, leider. Also, man kann, glaube ich, mit dem Frostdeck auch in der Megadeck-Herausforderung gewinnen. Ja, dann sieht es ja halt im Hintergrund. Es war knapp, es war knapp. Der Typ hätte mich, es war halt wirklich knapp. Wir hätten ihn bekommen. Also, Megadeck ist natürlich das Cycle ein bisschen blöd. Aber ja, wir hätten es irgendwie geschafft, hätte ich ein bisschen früher realisiert, dass ich den Blitz die ganze Zeit nur auf der Hand habe und nichts mache. Aber okay, Freunde. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir wechseln jetzt mal in Mario Kart. Weil wer halt meine Insta-Story verfolgt hat, der weiß halt, dass noch Mario Kart ansteht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich dort. Ja, Freunde. Und ich würde sagen, weil wir einfach Mario Kart sind und ja, weil ich würde mal sagen. Einfach weil wir Mario Kart sind und weil hier gerade halt, ja, weil, wie gesagt, es ist hier gerade wieder hier so diese Challenge und ich würde mal kurz gucken, wo wir reingehen, ob wir auch gut aufgestellt sind. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, wir werden kurz die Röhre zünden, auf jeden Fall. Einfach nur, ja. Ah, leider nichts Geiles bekommen. Aber egal, wir machen auf jeden Fall weiter.
Also, wir ziehen zweimal hintereinander die gleiche Karte. Also die Wahrscheinlichkeit ist doch halt relativ gering. Och, immer kleine Prinzessin. Ach, was ist denn Scheiß? Oh, Goldröhre. Also, okay. Also, ich weiß nicht. Also, das ist irgendwie. Wir kriegen drei Shit-Sachen. Jetzt kriegen wir halt eine richtig gute Truppe. Einen richtig guten Fahrer. Und ich würde mal sagen, Freunde, wir fahren auf jeden Fall diesen Cup. Halt die drei Rennen, weil das Bonusrennen, Zeitfahren kann man sich sparen. Da ist passiert eh nichts Geiles. Aber auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir werden mal versuchen, an die Tabellenspitze zu kommen. Auf jeden Fall, dann bis gleich. Ja, Freunde, wir sind auch jetzt direkt im ersten Match. Wer noch nie ein Mario Kart Video von mir gesehen hat, dem kann ich halt sagen, auf jeden Fall, das hier sind nur Bots, meine Gegner. Glücklicherweise, aber ja, Freunde. Auch Bots können schwierig werden. Ist natürlich keine Frage. Deswegen, ja, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Bombenstart erwischt. Oh, ja, Frage. Wie, okay. Ist natürlich mega asozial. Ich frage, wie ich den getroffen habe. Die Frage stelle ich mir lieber mal nicht. Oh, meine Fresse. Ach, ich muss erst ein bisschen wieder reinkommen, Freunde, weil auf dem Handy zu Mario Kart zocken, das war das letzte Mal quasi wirklich vor. Oh! Ah! Ja, Freunde. Leider um 400 Punkte beraubt, aber. Kann man nicht machen. Okay, Freunde, wir sind aber weiterhin halt gut weiter vorne. Okay, wir machen mal hier ein bisschen Ambazamba. Freunde, ich will halt diesen Typ noch kriegen. Also, das ist halt. Kann doch jetzt nicht wirklich sein, dass der Typ uns jetzt wegfährt, oder? Okay. Sind Erster geworden. Das war jetzt kein Bombenrennen, das gebe ich zu. Ich werde natürlich. Das war jetzt kein Bombenrennen, aber hey, es war angemessen, Freunde. Es war angemessen. Ich würde sagen, welch. So, Freunde, wir sind jetzt auch im zweiten Rennen. Es geht jetzt gleich los, Freunde. Und ich würde mal sagen, unser Ziel in diesem Rennen ist halt auf jeden Fall besser zu sein als im letzten, weil irgendwie. Naja, ich bin halt Level 18, Freunde, und wenn man halt 7000 Punkte schafft in Mario Kart, ist das halt nicht gerade Bombe. Ist halt okay, aber es ist halt nicht, ob, nicht so, oh ja, wir waren jetzt hier super, Wupper am Start hier. Ja, Freunde, das ist natürlich mega komisch, dass die alle gleich hinter mir sind, aber ey, Freunde, ist Mario Kart, darf man sich nicht wundern. Ach, ihr Freunde. Ich weiß halt nicht, was hier gerade los ist, Mario Kart. Also zweimal hintereinander Party, das hatte ich noch nie wirklich. Also noch nie. Okay, Freunde. Wir sind auf jeden Fall gut mit dabei. Also wir haben allein schon jetzt nach der ersten Runde so viel wie in der letzten. Also, das ist natürlich. Okay, Freunde, also wir machen. Okay, da war eine fette Banane. Wichser, warum er sie da liegen gelassen hat. Okay, Freunde, wir machen auf jeden Fall weiter. Keine Ahnung. Hi. Aber meine Führung, die der Typ hier gerade klaut. Boah, nein. Nein, nein, nein. Brauchen wir gar nicht erst an. Okay, Freunde, das war das zweite Rennen. So viel zum zweiten Rennen. Wir haben. Ja, also, Freunde, allein die Zahl spricht für sich. Also, das war jetzt deutlich mit mehr Schmackes. Halt auch, ja,
Ja, oben auf die Bonuspunkte geachtet habe. Ich habe im letzten Jahr nur einen Bonuspunkt, jetzt habe ich vier. Also wir gucken mal kurz auf die Tabelle. Okay, erstmal die Belohnung, Freunde. Also wer Mario Kart auf dem Handy spielt, der wird merken, nach jedem Rennen oder nach jedem zweiten gibt es halt so schöne Belohnungen. Also. Ich dachte, ich bin nicht schon okay, Freunde, aber wie gesagt, ein Rennen, Freunde, wir sind Platz 1. Also das ist auf jeden Fall schon mal. Ich würde sagen, wir springen ins letzte Rennen und sind wir Platz 1. Dann können wir ein bisschen Platz 1 chillen. Ja. So, Freunde, natürlich wollen wir im dritten Rennen. Also ich würde mal sagen, im dritten Rennen, wir glaube besser als im zweiten Rennen, das werden wir nicht schaffen. Das wäre natürlich wünschenswert, aber wenn wir es nicht schaffen, mindestens besser als im ersten. Wobei, sogar doch gar nicht so viel, aber gucken. Ja, Freunde. Achter Mario Kart. Man ist erst Zweiter, dann wird man Achter. Es geht hier ratzfatz. Schneller als man laufen lernt, also. Wie? Wie, Freunde? Wie? Ach, nee, jetzt, oder? Ich bin halt so. Also, ich frage mich halt wirklich, wie ich jetzt gerade so viele Plätze verlieren konnte. Freunde. Also, ich hoffe, das ist jetzt wirklich. Also, ich spiele jetzt hier wirklich mich. Ja, dumm und dumm. Dämlich. Bumm. Immer. Bumm. 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 Also, ich setze 10 Pilze ein. Ich habe sie nicht perfekt eingesetzt, aber ich werde gerade mal Siebter. Also, vielleicht eine Rakete wäre geil. Also danke, also wer immer mich gerade hier von den Bots angegriffen hat, ich danke. Ich danke. Ich danke viel. Oh, ja, ist doch klar. Also jetzt, ich bin natürlich der, der getroffen wird. Also Freunde, Mario Kart macht einem den Puls direkt auf 180. Also. Also auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall mindestens Dritter, das ist natürlich schon mal besser als nichts. Ja, Freunde, ist natürlich jetzt nicht eine gute Runde gewesen. Wir waren halt durchgehend Achter. Und hatten auch eine komische Party, aber. Ich will mal gucken, wir gucken erstmal auf die Platzierung. Wenn die scheiße ist, dann fahren wir einfach nochmal das Rennen nochmal. Ah, wieder Belohnungen. Was denn? Ey, wenn man reich beschenkt wird, ist natürlich geil, Freunde, aber. Ist natürlich auch nicht unbesonderlich. Ich würde sagen, Freunde, weil mich das gerade mega abgefuckt hat, wir waren halt durchgehend Achter, wir fahren diesen komischen Cup einfach nochmal. So, Freunde. Nach der Pleite im ersten Rennen hoffe ich mal, dass es jetzt besser läuft. Auf jeden Fall, wenn man halt durchgehend achter Platz ist, dann kann es halt auch nicht gut laufen. Ich denke, das ist jedem bewusst. Warum ich jetzt auch wieder sechsmal getroffen werde, ist mir auch ganz fragwürdig, aber man muss nicht alles verstehen in der Welt. Aber egal, Freunde. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal besser als im letzten Rennen unterwegs. Okay, wir haben, also das ist auch eine witzige Sache bei Mario Kart. Wenn man halt als Erster durch die Cubes fährt, und da, also ich sage jetzt mal Cubes, Freunde. Frage? Ich hab's ab. Naja, Frage. Ja, dann. Und wenn man halt direkt die Platzierung verliert, kriegt man halt trotzdem nur Schrott. Wenn man aber als Dritter durch die Cubes fährt und dann auf einmal Erster wird durch eine gute Kurve, dann, ja, wird man auch belohnt, also. Sache mit den Itemboxen sind halt schon ein bisschen strange. Mal sagen, Freunde, wir werden auf jeden Fall. Ach, meine Fresse, ist das nervig. Ich wollte noch abdrehen, Freunde, aber geht nicht. Mein Gott, ey.
Bom. Ja, also ich töte den zweiten und krieg direkt eine rote ab. Ah, gut. Okay, Freunde, ich hoffe natürlich, dass wir ihn noch erwischen. Natürlich wünschen es mir. Bitte nicht. Komm. Okay, wir sind auch als Erste durchs Ziel gekommen. Das war natürlich. Die Runde war. Ich weiß nicht, Freunde. Wir waren wieder nicht optimal. Wir waren wieder nicht optimal. Also. Irgendwo liegt hier ein Fluch in der Sache oder ich weiß nicht, was hier abläuft, aber auf jeden Fall. Bisschen besser waren wir. Gucken wir auf die Platzierung. Ah, natürlich. Wir werden wieder beschenkt, Freunde. Ist natürlich immer Mario Kart. Wenn man irgendwie Geschenke haben will an Weihnachten, man muss mal Mario Kart zocken, Freunde. Kann ich jedem empfehlen. Gucken wir mal auf die Platzierung. Ey, das ist ein Witz, oder, Freunde? Freunde, das ist jetzt also wörtlich mal ein Witz, Freunde. Also, das finde ich jetzt nicht mehr witzig. Also, Freunde, ich will das Video jetzt auch nicht irgendwie 3 Stunden lang machen, indem ich halt diese 2 Cups fahre, bis ich irgendwie da irgendwie 8000 Punkte habe. Also, das dauert halt so lang manchmal Mario Kart. Ich würde sagen, wir machen halt das, was dem Video halt noch fehlt. Was wäre einfach ein Weihnachtsspecial, halt ein Video, nachdem man halt wochenlang nicht da war? Was wäre das Video einfach, wenn ohne halt global? Ich habe ja mein Video dazu gemacht. Global Rennen, Multiplayer Rennen in Mario Kart ist der größte Rotz. Aber Freunde, das darf halt in diesem Video auch nicht fehlen. Ein bisschen Multiplayer in Mario Kart. Richtige Ausraster von mir, schlimmer als in Clash Royale. Und die gibt es halt einfach nur, Freunde, wenn wir halt in den Multiplayer-Modus in Mario Kart reingehen. Weil wir sind auch fast schon Level weiter. Aber wenn man richtig einen Kick braucht, wenn halt irgendwie Bier nicht hilft, Kaffee nicht hilft, ey, macht Mario Kart Multiplayer, dann seid ihr auf 180, dann ist alles andere nichts dagegen. Also nichts, wörtlich nichts. Und ja, ich würde sagen, ja, wir machen auf jeden Fall jetzt mal diese Runde hier. Ein Cut oder so kann man später setzen. Also Multiplayer Mario Kart, ey, das geht auch mal ohne Cut, Freunde. Einfach mal ohne Cut. Und ich würde sagen, wir machen direkt. Also für alle, ja, ich habe schon gesagt, Multiplayer. Also Freunde, global bedeutet also für jeden, der halt irgendwie denkt, was ist jetzt der Unterschied zu gerade eben? Wir fahren jetzt gegen richtige Gegner. Und also halt Leute, die halt irgendwo auf der Welt gerade den Kopf global gedrückt haben halt. Oder halt die halt in meiner Stärkbereich, was halt nimmt man das Stärke sind in Mario Kart halt Matchmaking. Halt im Matchmaking ähnlich sind mit mir. Ich bin Level F, dann kann halt Level Dings bis Dings rauskommen. Hier vorne. Und ein wichtiger Fakt über das Globalrennen in Mario Kart, man muss mindestens Dings Dritter werden, ansonsten macht man Minuspunkte. Hab mich halt wirklich. Okay, Freunde, wir machen auf jeden Fall uns schon mal strafbar mit unseren Attacken. Ich hoffe, mich hält irgendjemand angreifen. Okay, Freunde, unser Ziel ist halt mindestens irgendwie noch irgendwie einen Platz zu kriegen. Also wir müssen auf jeden Fall mindestens Dritter werden. Fragwürdig. Also wie? Wie, Freunde? Wie hat er das hingekriegt? Also. Ja, Freunde, das war natürlich mega traurig. Wir waren kurz Zweiter, dann haben wir leider eine Grüne in die Fresse bekommen. Von vorne. Also, ja, Freunde, ich würde sagen,
Ja, wir machen auch weiter. Multiplayer, wir müssen halt jetzt. Ja, ich will halt weitermachen, weil ihr habt schon gesehen, Multiplayer ist richtiger Abfuck. Aber wir machen noch mal weiter. Wir lassen uns nicht so schnell unterkriegen. Ja, Freunde. Und wir sind auch direkt wieder in der Warteschleife, warten auf die anderen Online-Spieler. Und ja, ihr habt ja das erste Rennen gesehen. Ich war durchgehend Sechster, Freunde, war kurz Zweiter, aber dann halt was in die Fresse bekommen. Und ja. Oh, kleiner Fun-Fact: Wenn im Multiplayer-Modus die Gegner weniger werden, wird auch die Platzierung härter. Das bedeutet, man müsste jetzt für Bonuspunkte mindestens Zweiter werden. Wenn man Dritter wird, kriegt man auch Minus, also. Hä? Freunde? Ja. Was sich jetzt gerade wundert, was hier gerade passiert ist. Mein Handy ist gerade irgendwie ausgegangen. Ich habe irgendwie den Ausknopf gedrückt und deswegen, ja, ist jetzt irgendwie 30 Sekunden nichts passiert. Also, Freunde, den Teil werde ich ja natürlich rauscutten. Aber für alle, die sich wundern, ja, gerade war irgendwie Handy aus. Also, keine Ahnung wie. Wupp, wuppdiwupp. Ist natürlich nicht optimal, das Ganze hier. So, Freunde. Ich bin ich, also. Ja. Ja, okay, Freunde, also. Wir kommen halt an die anderen. Ich sehe halt hier gerade den dritten Platzierten, aber mehr sehen wir von dem ganzen Team jetzt gar nicht. Also. Es wäre so geil, wenn jetzt einmal eine kurze Rakete und dann werden wir. Oh, ist natürlich klar. Ich fahre direkt in der Banane. Das heißt, der Abstand zwischen uns wird nochmal. Also, es ist aber so behindert. Also, diese Muscheln gehen einfach immer genau dann zu, wenn ich gerade. Also, Freunde. Nee, Freunde, also. Ist jetzt mega traurig, das Ganze hier. Wir haben halt nicht die Items aus den Muscheln bekommen. Deswegen, ja. Wir kriegen jetzt auch nur fett komische Pilze. Also, das ist auch. Ja, fertig, ja. Ohne wenn letzter sah. Also, Freunde, das macht. Ist ein Mario Kart-Modus Multiplayer. Das ist halt. Ich habe wirklich Tränen langsam in den Augen, weil. Man kann nichts machen, kann sich nicht wehren. Und ja, auf jeden Fall, wir machen noch einen Versuch. Wenn der wieder letzter Platz bedeutet, halt, dann gibt es hier echt einen Gehirntod. Ja, Freunde, wir sind jetzt auch im letzten Versuch. Was heißt letzten Versuch, Freunde? Wenn wir jetzt irgendwie in dem Fall siebter Platz werden oder so, dann war es das auch erstmal mit Mario Kart Multiplayer für das nächste Jahr. Weil halt. Zweimal letzter werden, einmal halt sechs, letzter von sechs, einmal letzter von vier. Das ist halt, das nervt, das geht halt auf die Nerven, Freunde. Und. Das ist halt belastend. Okay, wir sind halt Dritter von sieben, werden direkt abgedrängt. Also. Ich frage mich auch, warum wir immer Pilze kriegen. Immer Pilze, immer Pilze, immer Pilze. Das ist doch irgendwie. Wer braucht denn diese Pilze denn? Ey, verpiss dich, du Knecht. Der ist genauso nervig wie Kartoffelfreak, Freunde. Wenn ihr Kartoffelfreak nicht kennt, Freunde, ich habe auf jeden Fall mal schon ein Video gemacht, da war er irgendwie im Duo-Match, glaube ich. Also, wir sind Erster, Freunde. Also, das ist natürlich mega geil. Diese erste Platzierung halten, dann sind wir natürlich mega gut. Also, da, also wenn ich Erster wirklich werde, also so Lava-Maps sind halt mein Favorite in Mario Kart. Das ist also mein Liebling. So. Favorite klingt so scheiße irgendwie. Ja. Hä? Interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie ich gerade gestorben bin. Aber ich werde hier gerade durchgehend getötet. Also. Okay, Freunde. Alarm im Darm. Junge.
Junge. Wir wurden immerhin fünfter, Freunde, aber ihr konntet es echt sehen. Also Multiplayer-Modus in Mario Kart, also. Es ist halt nicht Witz, es macht halt, es ist halt schwierig. Sehr schwierig. Ich bin halt gerade glücklich, dass ich kein Minus bekommen habe. Ja, okay, Freunde. Ich würde mal sagen, wir machen halt noch einen einzigen Versuch. Und die Ziel ist halt erster, zweiter, dritter. Wenn es wieder nicht klappt, dann ist halt Mario Kart Multiplayer halt erstmal vorbei. So, Freunde, wir sind jetzt auch im nächsten Rennen. Und ja, halt. Ich hoffe, die drei Beispiele bisher waren auf jeden Fall. Also ich sag es halt, Freunde. Multiplayer-Modus in Mario Kart ist halt, wenn man Erster wird, dann ist das halt entweder Skill, verfluchtes Glück oder man ist halt ein Hacker. Also drei Optionen. Wenn man halt Letzter wird, dann liegt es einfach daran, dass man halt Pech hat oder halt das. Okay, schlecht zu sein, halt nichts zu tun, weil könnte auch Erster werden. Auch wenn man schlecht ist, aber ich glaube, Mario Kart ist selber sehr unwahrscheinlich, Freunde. Okay, wir sind gerade als Erster. Ich erzähle dir davon, dass man als Erster Skill haben muss. Oder dass man halt Glück hat. Aber okay, Freunde, bei mir ist das hoffentlich der Skill. Nicht das, und nicht, dass ich schlecht bin und irgendwie nur viel Glück habe. Bei mir ist es halt wirklich Skill, Freunde. Das ist auf jeden Fall. Ja, dass wir halt immer eine Banane noch kriegen, das ist halt. Okay. Ah, ich bin halt so klein, Freunde. Das ist halt. Ich wäre groß. Was? Was? Einfach weil ich einfach schon eine rote abbekommen habe, wurde das halt nicht gewertet, Freunde. Ach, das ist natürlich. Ah, fuck. Okay, Freunde, wir wurden jetzt immerhin Dritter. Also, es war natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wir waren halt jetzt halt wirklich, Freunde, durchgehend Erster. Und dann am Ende halt haben wir diesen einen goldenen Stern nicht eingesammelt. Und deswegen halt, ja, nur Dritter. Aber immerhin haben wir jetzt unsere verlorenen Punkte wieder gut gemacht, Freunde. Und ich würde sagen, wir machen noch einen letzten Durchgang und danach kommen wir halt zu den Gründen, was los war eigentlich. Ja, Freunde, kommen wir jetzt mal zum traurigen Part, nämlich zu dem, was war eigentlich los, weil, naja, wer sich daran erinnert, ich habe halt in diesem Video halt angekündigt, das ist jetzt auch bald schon 2 Monate alt, das ist halt, war halt am 31. Oktober, Freunde. Da habe ich halt gesagt, halt, am 26. November bin ich wieder back, Freunde. Und die Sache ist halt die, eine Story, die will ich jetzt wirklich mal loswerden, auch wenn das jetzt 6 Minuten dauern sollte. Ja, halt, am 1. November gab es halt leider bei mir, sagen wir mal, einen fetten Streit mit der Familie und das hat halt das Ganze halt ein bisschen, wie soll ich es mal sagen, ein bisschen kaputt gemacht, Freunde. Also, man kennt es natürlich, wenn halt was im Privaten dazwischen kommt, dann ändert sich halt das Ganze. Also, 26. November, dass ich da wieder zurückkomme. Das war unmöglich, Freunde. Ich habe es danach mal versucht, aber die Versuche gingen halt ins Leere, weil Freunde halt, halt am 1. November, Freunde, ist mein Handy kaputt gegangen und erst heute gab es halt Neues und halt über andere Geräte wie das Tablet, was halt ich häufig für Twitch-Streamer benutze. Also ich habe halt danach übers Tablet gearbeitet, Freunde, und das konnte leider auf Twitch streamen, aber halt leider keine Videos machen oder gar nichts. Also es konnte keine Videos aufnehmen oder was halt in die Richtung geht, halt aufnehmen, etc. Also es konnte nichts im Vergleich zum Handy. Also ja, nur Twitch und naja, Twitch-Stream ohne ein anderes Gerät, was daneben liegt, wo man halt den Chat sehen kann, das war natürlich keine Frage, geht natürlich nicht, Freunde. Und deswegen, ja,
gab es halt keine Livestreams, keine Videos. Und die Gründe dafür sind halt traurige. Einfach Handy kaputt, private Probleme. Und Tablet konnte halt das, was das Handy halt konnte, nicht machen, Freunde. Und das ist halt die Gründe, ja, weshalb ich halt jetzt ein neues Handy habe. Und ja, Freunde, es wird halt wirklich jetzt bestimmt ein paar Tage dauern, bis ich halt alle Daten, die ich halt verloren habe, wiederhergestellt habe, Freunde. Weil ihr konntet es sehen in Clash Royale. Ich zeige es auch gerne jetzt nochmal kurz, damit ihr einfach mal alle versteht, was es wirklich bedeutet. Ich habe ja mittlerweile in Clash Royale bestimmt 20 Accounts, wie in Clash of Clans. Wir gehen auf die 40 zu, Freunde, und ich kann es euch einfach mal zeigen. Ich müsste noch 20 Accounts hier dazufügen. Und in Clash of Clans sind es sogar noch 30. Also, das wird eine mega lange Zeit in Anspruch nehmen. Halt auch alte Sachen wiederherstellen, Videos, etc., etc. Halt auch. Und das gleiche gilt natürlich auch für Songs. Ich habe jetzt noch nicht mehr die nötigen Apps geholt. Aber Freunde, es kommt auf jeden Fall. Und das wird ein Ziel von mir sein, Freunde. Das werde ich auch schaffen. Ich werde halt vor Weihnachten noch einen neuen Song rausbringen. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal hinsetzen. Und ja, auf jeden Fall, vor Weihnachten wird nochmal ein neuer Song kommen. Ein letzter, wie gesagt, für das Jahr 2021. Und ich würde sagen, eine Sache verrate ich schon mal über den Song. Der Song wird Comeback heißen, Freunde. Und ich würde einfach sagen, das war's dann jetzt auch mal mit der Weihnachts-Spezialepisode. Die kommt leider nicht mehr am 24. raus. Die Aufnahmen, Freunde, kann ich euch sagen, waren alle am 24. Aber das Video wird vermutlich erst halt am 25. kommen. Also vermutlich dann heute für euch dann. Und auf jeden Fall sage ich auf jeden Fall danke an jeden, der sich das reinzieht, obwohl Weihnachten ist, trotz der Bescherung, trotz der Feier mit der Familie, an jeden sich das reinzieht. Vielen Dank an alle, die mir treu geblieben sind, Abonnenten. Vielen Dank. Einfach ein richtig Dank an den ganzen Support, weil es hat mich echt gefreut, dass halt so viele Leute, dass halt ein paar Leute immer noch die Zeit gefunden haben, trotz meiner Inaktivität, halt immer noch meine Videos manchmal zu gucken. Und das halt, leider habe ich in den letzten 2 Wochen leider ein paar Abonnenten leider verloren, Freunde, aber an jeden, der mir treu geblieben ist, danke. Ich hoffe, ich kriege auch meine verlorenen Abonnenten wieder zurück. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall morgen in neuen Videos. Und ja, neuen Videos und vermutlich auch in einem Livestream, Freunde. Also morgen werden auf jeden Fall einige Videos kommen. Das heißt morgen. Also dieses Video wird auf jeden Fall das Weihnachtsspecial bekommen. Und dann wird auf jeden Fall noch ein kleineres Video kommen. Und auch ein Livestream, Freunde. Auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall mit bestätigen. Dieser Kanal wird jetzt auf jeden Fall nicht mehr inaktiv werden. Der wird auf jeden Fall jetzt wieder aktiv sein. Und deswegen vielen Dank fürs Ansehen, haut rein und habt und noch ein frohes Fest.